Was geht ab, Leute? What's poppin', YouTube X wieder für euch am Start mit einem weiteren Squad Builder Showdown. Und heute haben wir was am Start, das habt ihr euch alle gewünscht und das haben wir schon so lange angekündigt. Und heute kommt dieses fucking Video endlich und es ist ein Bernie als Stürmer Squad Builder Showdown. Und mit dabei ist der Typ, der den auch meistens benutzen musste, ne? Ja, Mann, Leute, ich bin am Start. Bernie, absolute Legende, ihr kennt ihn. Alle jetzt Hashtag Bernie unten in die Kommentare und ja, mal schauen. Vielleicht jetzt kommen wir in der nächsten Zeit noch die ein oder andere Legende, oder? Ja, auf jeden Fall machen wir das. Auf jeden Fall schreibt uns noch weitere Legenden, genauso wie Bernie, in die Kommentare. Vielleicht kann man das Ganze auch nochmal mit Rulli machen oder so. Der hat ja eine Jogginghose an auf dem Feld und das sieht einfach krank aus. Einfach mal eine Bewertung da lassen und ab in die Kommentare. Hashtag Bernie oder weitere Spielervorschläge, die ihr noch sehen wollt, bis FIFA 18. Und ich würde sagen, wenn ihr das alles gemacht habt, abonnieren, liken, favorisieren, kommentieren. Ihr wisst, wie es läuft. Nein, Spaß. Wir fangen einfach an mit der Formation, oder nicht? Ja, hau mal raus, ich schreibe gerade auf. Das Ding ist... Ich muss erst mal meine Wand gerade finden. Wo ist die denn? Okay. Ah, hier. Das Ding ist, ich würde sagen, wir machen es wie immer. Ne? Wenn man mit dem Torwart ein Tor macht, muss man einen Spieler extra abstoßen. Das heißt, ja, wenn wir mit Bernie ein Tor machen sollten, doppelter Abstoß sozusagen. Oh, als wenn ich mit Bernie... krass, Digga. Ja, okay. Also wenn du mit Bernie sozusagen ein Tor machst, zählt dieses Tor als zwei Discards. So krass, Digga. Okay. Ja. Ich verstehe schon. Okay, ich weiß, wie du das meinst. Das so machen wir das. Hier. Du kannst erstmal in die Kamera halten, was ich mitnehme und ich stelle es dann ein, weil das ist nicht die Formation, die ich spielen werde. Ich stelle die nämlich jetzt ein und ich spiele heute die 4-1-2-1-2, die zweite mit Bernie. Ich denke, du gehst auch Doppelsturm vielleicht. Ja, ich hab's mir gedacht, Doppelsturm. Allerdings habe ich die klassische 4-4-2 aufgeschrieben, war klar, Doppelsturm. War safe, oder? Ich weiß nicht, ich bin gerade am überlegen, ob du auch Doppelsturm nimmst. Ich lasse einfach das Risiko und nimm diese Formation hier. Okay, ich weiß nicht, ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob das dir jetzt weiterhilft, ich habe auch einen Doppelsturm. Und zwar habe ich die 4-3-1-2-Formation. Eigentlich fast dieselbe Formation wie du. Kannst sie behalten, Mann, weil ich habe eine Flügelformation aufgeschrieben, war eigentlich ganz dumm, habe ich eben selbst gemerkt und dachte, soll ich es nochmal wegwischen, aber ich dachte mir, der erste Gedanke, den lässt man einfach drauf und das ist immer das Richtige. 4-3-3. Oh, Bro, hast du schon Bock auf FIFA 18? Die Squabbler-Showdowns, die werden eskalieren, oder? Das wird geil. Junge, hör auf mit FIFA 18, ich bin schon so gehypt auf dieses Spiel und wenn ich das gerade höre, Leute, es sind nur noch 2-3 Wochen und dann geht's hier auf diesem Channel oder auf unseren Channels auf jeden Fall übel ab, Alter. Die Masterpläne sind schon geschaffen. Was für Masterpläne? Ey, okay, komm. Das wird verrückt und gelogen, Leute. FIFA 18. Das ist hier mein Masterplan, der hier auf dem... Okay, ich fange mit deinem Spieler an. Der ist aus einer anderen Liga und deswegen denke ich, dass du ihn eher nicht hast. Das ist die Movember-Karte von Laka Sweat. Krasser Spieler. Okay. Und im ZOM habe ich einen Spieler, der zu beiden passt. Einmal zu der Calcio A. Danke dafür, Wecker. Ich muss mein Video online stellen. Ihr wisst, wofür es Zeit ist. 19 Uhr. Was ist mit deinem Wecker los? Ja, um 19 Uhr erinnert der mich immer, dass ich mein Video online stelle. 19 Uhr. Stimmt. Egal. Okay. Scheiß auf meinen Wecker. Und mein zweiter Spieler ist Balotelli, der zu beiden einen orangen Link hat. So, zack. Okay. Dein Wecker, Digga. Dein Wecker kommt hier genau zwischen die beiden Spieler. Läuft beim Wecker auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, ich habe zwei Spieler aufgeschrieben, die einen ähnlichen Namen haben. Und das ist einmal Belotti und einmal Balotelli, Digga. Bam, Alter. Als ob du Balotelli... Wie, was? Warum? Weißt du, warum? Ich kann dir ein bisschen spoilern, warum ich Balotelli aufgeschrieben habe. Und zwar, weil ich ihn selber auch habe bei mir. Das heißt, viel Spaß, Bro. Mit deinem zweiten Bronzetorwart vorne auf der... Ey, Bro, dann lass mal so machen. Ich meinte eben schon, ich habe ja schon eben Rulli angemerkt. Lass mich mal Rulli da hinstellen. Einfach auf richtig witzig. Das ist eh so ein... FIFA 17 ist jetzt eh vorbei, das juckt eh nicht mehr so krass. Und wenn hier jetzt Rulli spielt, das sieht einfach im Game so krass aus, oder nicht? Okay, ich muss dir noch sagen, wen ich habe. Okay, bist du ready? Darf ich Rulli nehmen? Ich frag dich gerade. Ja, nimm Rulli von mir aus. Okay, Leute, guckt euch im Game einfach an, wie der aussehen wird, wie das Spiel wird. So witzig. Okay, ich habe, also Balotelli hat ja erwähnt, und... El Shaarawy auf der ZOM-Position, das ist mein Sturm. Beziehungsweise Mittelfeld. Darfst beide behalten. Ich habe Eder und einen anderen, der auch Bernie linken würde. Ich dachte, du gehst ein paar Links auf Bernie, den juckt das ja gar nicht. Okay, mit El Shaarawy hast du auch einen Grün. Hätte ich aber nicht gedacht. Ja, okay. Nur Italiener vorne, das heißt, ich habe beide behalten. Viel Spaß auf jeden Fall mit zwei Torhütern, aber du hast Rulli, Alter. Und es juckt mich auch nicht, dass Rulli jetzt auf gar keine Chemie kommt, Leute, weil der ist aus der La Liga und passt gar nicht ins Team. Aber bleibt einfach dran, ihr werdet gleich schon checken, was ich damit meine. Im Game. So. Okay, das sind meine drei Spieler fürs Mittelfeld, die ich aufgeschrieben habe. Okay, und meine drei Spieler sind... Ich fange erstmal mit dem ersten an. Und das war ein bisschen sehr auffällig. Ich hoffe nicht zu auffällig. Das ist Fekir. Zu Fekir linkt sich dann Matuidi.
Und der letzte ist auch genauso auffällig wie die anderen beiden und das ist De Rossi als 85er Info. Ich hab keinen. Ich hab Tolisso, Seri und Gagliardini oder wie der Typ am ausgesprochen wird. Ich dachte, du gehst safe mit Seri, Alter. Wegen Balotelli, Seri, keine Ahnung. Junge, ich dachte, du gehst safe mit einem von dem, aber nicht einen mit. Ich dachte, du gehst nicht mit Balotelli jetzt. Ich hab nicht mal annähernd an einen von diesen drei Mittelfeldspielern annähernd gedacht. Okay, na egal, komm mit zu meinen. Krass, darf ich alle behalten bei mir? Ja, du darfst alle behalten. Ich komme mit Gagliardini, hatte ich bei mir aufgeschrieben, weil ich ihn selber habe. Once Watch Cards, sieht ganz fresh aus. Weiter geht's dann in der Mitte mit, muss ich mal gerade überlegen. Ja, hier habe ich auf jeden Fall Seri, der linkt dann beziehungsweise hier zu Balotelli. Und in der Mitte, wen habe ich in der Mitte? Ich glaube, what the fuck, wen habe ich in der Mitte? Es ist, hier ist er, genau, Transferkarte von Wesley Sneijder. Er ist ja jetzt auch zu Nizza gegangen. Also, ja, ganz guter Neuzugang meiner Meinung nach. Ja, sind auf jeden Fall stabile Spieler, die du da ausgewählt hast. Du kannst dich aber von einem verabschieden. Bitte nicht, Seri. Komm, du kannst dich von einem verabschieden und es ist dein Tots. Ja, war klar. Warum? Guck mal, da will ich einen geilen Tots-Spieler mal holen, dann haust du den raus, Alter. Da haust du den raus, ey. Geil, Digga. Wenigstens hast du auch einen Bronze-Spieler. Ja. Bro, ich kann dir erlauben, dass du auch Rulli nehmen darfst. Dann haben wir dann zwei Jogginghosen auf dem Spielfeld. Ja, komm, ich nehme auch Rulli, Digga. Auch wenn er komplett nicht reinpasst. Zwei Jogginghosen auf dem Spielfeld. Ja, das, ey, Leute, bleib bis zum Game dran. Das wird super witzig. Das Ding ist, ey, ich hab ihn sogar als Special Card. Geil, Digga, als Info. Ja, nimm ihn. Gönn dir, Bro. Gönn okay, dir. Ich gönn mir. Und dann geht's auch schon zu den Außenverteidigern. Ich würde sagen, hier fällt mal wieder einer, oder nicht? Ja, hol mal raus, das sind meine beiden. Bei mir hoffentlich fällt keiner, ich bin mal gespannt. Und der andere ist noch als linker Außenverteidiger eingestellt. Wenn du weißt, dass es den gibt, dann weißt du schon, dass ich den hab. Und das ist Spinazzola, so ein Silber-Außenverteidiger. Okay, ja, Und auf der rechten Seite habe ich Dira. Dira? Normal was? Dira. Der von, warte, wo spielt der? Von der Mannschaft, wo auch den ganzen Mbappe gespielt hat. Der Typ ist echt zur Tiger. Ich dachte, der wäre rechtes Mittelfeld. Okay, ich habe Kocsia und Alexandro aufgeschrieben. Das heißt, du hast beide behalten. Ey, ach, das war mir schon klar, dass ich beide behalten habe. Deswegen habe ich die auch genommen. Und jetzt hau ich deine raus. Ja, du könntest einen haben. Das ist der rechte. Ich wollte eigentlich erst De Silvestri mitnehmen, aber da habe ich doch umgedacht und zwar habe ich Abate mitgenommen. Und links habe ich, ist glaube ich auch als linker Außenverteidiger, auch von Nizza. Ich habe ihn anscheinend nicht geholt, ist auch egal, ich hole ihn kurz. Es ist Dalbert. Oder Dalbert oder keine Ahnung, wie der Typ um ausgesprochen wird. Digga, warum denkst du, ich habe deinen rechten? Abate, wie soll ich denn auf Abate kommen? Es gibt so viele Italiener da. Okay, ja, natürlich Florenzi, aber du könntest auch mal sagen, dass ich Dalbert haben könnte, weil den habe ich nämlich. Okay, brauche ich nicht mehr holen. Ich wollte gerade noch holen. Brauche ich ihn nicht mehr holen. Okay. Ey, das ja, okay, war zu auffällig. Okay, zwei. Du hast jetzt schon den zweiten Spiel, habe ich bei dir erraten. Jetzt steht 2-1 für mich hier im Showdown Building. Wen hat zu rechts aufgeschrieben? Ich habe gar nicht zugehört. Florenzi. Florenzi, Digga. Okay, ja, Florenzi. Digga, warum sollte ich? Ich habe noch nie Florenzi gehabt. Egal. Okay, Innenverteidiger, scheiße, mein Team fällt langsam auseinander. So, wir kommen zu den letzten drei Spielern und ich muss sagen, mein Team, ey, Junge, das sieht aus wie ein Schlachtfeld, Alter, komplett Katastrophe. Junge, Junge, auch wegen Rulli, Mann, aber egal, ist eine Legende. Okay, das sind meine drei Tipps für dich, hau raus. Junge, ich habe auf jeden Fall bei dieser Position hier Angst, bei den anderen beiden nicht so. Mein Torwart heißt nämlich Donnarumma. Dann geht es weiter mit einem Spieler, den ich auch sehr häufig mitgenommen habe, aber deswegen hast du ihn eh nicht aufgeschrieben und der heißt Tonelli. Und der rechte Innenverteidiger ist ein Franzose aus der Ligue 1 und heißt Kim Pembe oder so. So ein Silberspieler. Ja, das sind zwei Silberspieler. Warum war drei, ey? Ich bin komplett auf Ligue A gegangen. Marquinhos, Jemerson und so Basic. Ich wusste, du wirst keinen haben, deswegen. Ja, diesen Tonelli! Wie oft hast du jetzt schon Tonelli bekommen? Nächstes Mal schreibt Tonelli auf, Alter, ist mir egal, ich muss nächstes Mal dran denken. Okay, aber, das Ding ist, wir kommen zu meinem Spieler und ich hab, ja, bei einem Spieler, glaube ich, habe ich schon wieder gelitten, weil den wirst du eh haben. Das ist Dante. Dann Jemerson, das ist meine Innenverteidigung, Dante und Jemerson. Und im Tor habe ich, da wirst du, glaube ich, nicht drauf kommen, weil da könnte ich jetzt jeden Brasilianer nehmen. Da habe ich Diego Alves. Allerdings kommt der auch nur auf volle Chemie, wenn du Dante nicht hast, du wirst Dante eh haben.
Und Dante habe ich. Das ist klar, ey, das ist mein schlechtestes Team, glaube ich, von der Chemie her, ne? Nice, Digga. Ich glaube, das könnte ein richtig witziges Spiel werden. Vor allem vorne bei mir, Bro, aber es kommt eh nicht viel bei deiner Abwehr durch. Ich habe da vorne Bernie die Legende und Uli die Legende. Ey, Digga, mein Team, du müsstest das sehen. Das ist komplett Katastrophe, ne? Sowas hast du noch nicht gesehen. Du wirst es gleich sehen, Alter. Ist das schlecht. So, und dann geht's los. Ihr könnt jetzt die beiden Teams wie immer nochmal sehen. Krank, Digga. Ja, guck mal mein Team an, Alter. Am Ende, Digga, das ist mein schlechtestes Scrapper-Showdown-Team, das ich gemacht habe. 58 Chemie, Leute. Ab geht's ins Spiel. Gönnt euch jetzt die Jogginghosen. Okay. Leute, so geht's los. Und hier ist die eine Jogginghose. Und ihr seht bei ihm auch schon die andere Jogginghose. Spiel mir doch mal den Ball, Alter. Der braucht ein bisschen Ballgefühl. Hier, da. Zack, Digga. Hier, guck mal, die beiden. Die beiden Jogginghosen gegeneinander, Leute. Wie sieht das einfach aus, hä? Das sieht Baba aus, Digga. Style ist das. Fresher Style. Und jetzt direkt vom Anstoßpunkt. Komm, Balotelli! Oh mein Gott, wie ist der da so durchgekommen? Wo ist meine Abwehr hingegangen? Der Afro ist 8, ey, die Frisur ist 3 Meter groß, Alter. Scheiße, ey. Wie das mit deinen roten Trikots aussieht, Alter. Richtig, Baba, ne? Richtig krass. Oh, ey, Mann, so Alter! Come on, Balotelli! Ja, wie ist denn scheiß Abwehr? Oh, mein Kopfhörer ist draußen. Shit, Digga, ich höre dich gerade nicht. Kopfhörer ist raus. Balotelli. Nein! Der geht auch noch rein! Ich kann's nicht glauben, Alter! Ey, ich wollte eigentlich mit Rulli schießen. Mann, 2 zu 0. Geil, ey. Boah! Bernie! Ja, Bernie! Ja! Die Vorlage von Bernie! 3 zu 0! Jeder Schuss ist ein Treffer, nice! Normal, aber Bernie macht das auch Sahne. Richtig krass, Junge. Bernie, heftiger Pass und dann Boom, Junge! Diesmal spiel ich den so auf Lacazette, denn mir so egal. Und nicht mal der macht den, oder doch? Endlich, ja, Mann. Der sagt zu mir, jeder Schuss ist ein Tor, Alter. Komm, Lacazette. Bei dem ist auch jeder Schuss. Komm. Uli! Nein, Alter, wie langsam ist der Und denn? Da steht's 3 zu 2. Dreh ich das noch, oder was? Lacazette ist am Start. Jawohl. Jawohl. Nein. Warum kriege ich auch rot? Na ja, was war das denn? Boah, Junge! Was war das, Alter? Wie hast du den noch im letzten Moment bekommen? Komm, komm, ich muss mich beeilen. Mhm. Nein! Komm! Das war kein Abseits, oder? Pff, Junge! Ah! Ey! Mein Traum ist geplatzt. Wie war das kein Abseits? Sei doch mal ehrlich, ich schwöre, ich dachte ehrlich, das war Abseits. Aber war echt kein Abseits. Aber was war das denn für eine Körperdurchsetzung da von Balotelli, ey? Junge, ich muss den immer spielen. Weekend, wo vorbei ist. Der Pass vom Bernie auf Lacazette. Alter, dieser Typ, ne, dieser Torwart, den ich da hab, ey, oh, das war stark gemacht, nein. Nein, ich wollte es unbedingt mit dem Torwart machen, damit du ihn abstoßen musst. Und damit ist das Spiel gleich zu Ende. Damit ist das Spiel dann auch zu Ende. Leute, 4 zu 2, man kann das eh nicht ernst nehmen, das Ergebnis. Ich muss 2 Spieler abstoßen. Aber hat Bock gemacht. Krass, hat Bock gemacht. So, wir kommen zum Abstoßen. 2 Spieler, Mann. Ich bin eigentlich zufrieden, Digga. 2 Spieler schon ganz fresh. Ganz ehrlich, ganz fresh. Warte. Und Lego, kannst 2 Spieler dir aussuchen. Okay, beim letzten Mal habe ich die beiden Stürmer genommen, wo wir bei mir ins Block das schon aufgenommen haben. Deswegen nehme ich jetzt nicht die beiden Stürmer, sondern die beiden Innenverteidiger. Okay, ist jetzt nicht so schlimm. Einmal hast du Tonelli getroffen, stoße ich ab. Und einmal hast du meinen Silberspieler vom PSG getroffen. Stoß ich auch ab. Digga, der tauscht. Ich höre, du tauschst ja gar nicht mehr durch. Ey. Ich habe durchgetauscht, voll viel sogar. Leute, lasst eine fette Bewertung da, lasst ein Abo da. Checkt auf jeden Fall die Episode bei Gaming ab und schreibt uns in die Kommentare, welche Spieler ihr als nächstes sehen wollt in FIFA 17. Langsam können wir FIFA 18 kommen. Wir sind raus, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.